Die Straßen waren leer. Alle Geschäfte geschlossen. So klein und so gefürchtet. Komisches Gefühl zu wissen, da ist so eine unsichtbare Gefahr irgendwo. Zig Millionen Menschen sitzen fest in Quarantäne. Mögliche Evakuierung. Inzwischen ziehen auch Fluggesellschaften Konsequenzen. Ich wusste nicht, wann ich da raus kann. Ob ich da raus kann, es war einfach sehr unsicher. Ich bin mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes für ein Jahr in Wuhan an der Huazhong Keqi Dashie, der Huazhong University of Science and Technology, und studiere dort Physik. Ich habe mich für China entschlossen, weil ich dort schon mal einen Freiwilligendienst gemacht habe. Man kann sich so einen chinesischen Campus vorstellen wie so eine ganze Stadt. Das ist ein riesiges Gebiet. Wir haben da einen Markt, ungefähr 30 Mensen, sogar eine Grundschule. Und ich sitze unglaublich gern einfach draußen im Park und lerne. Das erste Mal habe ich vom Coronavirus erfahren an Silvester. Ich hatte mich mit zwei anderen Deutschen getroffen, um zusammen Silvester zu feiern. Und mir ist in der U-Bahn schon aufgefallen, dass erstaunlich viele Leute Maske tragen. Also das ist nichts Ungewöhnliches, weil die Luftqualität in den großen Städten einfach sehr schlecht ist. Aber ich hatte auf meinem Handy gesehen, dass die Luftqualität an dem Tag erstaunlich gut war. Und als ich dann meine Freunde gefragt hatte an Silvester, ob ihnen das auch aufgefallen ist, sagte mir der eine, ja, es ist doch so ein neues SARS ausgebrochen. Und ich so, was? Es ist SARS ausgebrochen? Ich musste auch an dem Tag mit der U-Bahn zurückfahren, hatte dann meine Maske aufgesetzt. Aber es war einfach ein komisches Gefühl, in der U-Bahn zu stehen und zu wissen, irgendwie, da ist so eine unsichtbare Gefahr irgendwo. Von Seiten der Uni habe ich nichts mitbekommen, nachdem das Virus ausgebrochen war. Wobei, ich überlege gerade, hatten wir zu dem Zeitpunkt schon eine E-Mail bekommen? Nee, die erste E-Mail der Uni kam tatsächlich am 22.01. To all dear international students, including students in main campus and Tongji campus. Recently, the pneumonia caused by novel coronavirus is transmitting in Wuhan and to all over the world. So klein und so gefürchtet. Diese Zeitrafferaufnahme aus einem australischen Labor zeigt das Wachstum des neuartigen Coronavirus auf einer Zellkultur. Ich hatte in meinem Silvester-Blog geschrieben, dass dieses Virus ausgebrochen war, dass ich davon mitbekommen habe. Aber es war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht groß. Es war kein großes Thema, war da halt irgendwie eine Lungenerkrankung. Ich meine, es gibt viele Erkrankungen, da wird nicht jedes Mal gleich eine Epidemie draus entstehen. Kurz nachdem ich erfahren hatte, dass das Virus ausgebrochen ist, war klar, dass es von diesem Markt wohl ausging, weil einfach die wenigen Erkrankten, die es zu dem Zeitpunkt gab, irgendwie alle Kontakt zu diesem Markt gehabt hatten. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Markt ist. Also Wuhan ist eine riesige Stadt, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Ich hatte schon, seit ich in China angekommen bin, den Plan, in den Semesterferien nach Yongping zu fahren, in die kleine Stadt in Yunnan, in der Provinz im Südwesten Chinas, wo ich damals meinen Freiwilligendienst gemacht habe. Dort meine Freunde wiederzusehen, den Ort wiederzusehen, an dem ich so viel Erfahrung gesammelt habe, dass ich es inzwischen als mein zweites Zuhause bezeichne. Ich habe tatsächlich noch mein Zugticket von Wuhan nach Kunming, was mir später sehr hilfreich war, dieses Zugticket aufzubewahren. Kurz nachdem ich dann auf diesem kleinen Dorf angekommen bin, kam am 23.01. die Nachricht, dass Wuhan abgeriegelt wurde. Diese Nachricht kam sehr überraschend für mich, sehr erschreckend irgendwie, weil es erschien wie so eine drastische Maßnahme, eine ganze Stadt abzusperren. Für eine Grippe wird doch keine Stadt abgeriegelt. Später habe ich eingesehen, dass es eine
eine gute Maßnahme war, um das Virus einzudämmen. Am Hauptbahnhof in Shanghai reisen die Menschen zum Neujahrsfest mit einem mulmigen Gefühl. Denn seit 2 Tagen ist die Zahl der Infizierten stark gestiegen. Ich habe die Nachrichten gelesen, dann auf Chinesisch. Und dass die Leute auch auf dem Dorf aufgefordert wurden, jegliche Familienessen und Familienfeiern abzusagen. Und das fand ich einfach so einen großen Eingriff in die Freiheiten der Leute, weil das ist Kultur. Diese Familienessen haben so eine große Bedeutung in China. Und um die abzusagen, müsste aus meinem Verständnis schon wirklich eine Katastrophe bevorstehen. Und das sah ich in diesem Virus einfach nicht. Auch erst nachdem Wuhan abgeriegelt wurde, wurde es auf dem Dorf zum Gesprächsthema. Ich hätte mir im Leben nicht vorgestellt, dass ich dort dann auch von den Eindämmungsmaßnahmen betroffen werde. Und erst als es in den deutschen Medien so groß war, da habe ich dann viele Nachrichten bekommen von besorgten Freunden, die mich gefragt haben, bist du noch in Wuhan, geht es dir gut? Ich habe davon wirklich am eigenen Leib mitbekommen, als mich das Krankenhaus in Yongping angerufen hatte und gefragt habe, ob es mir gut geht. Und die wussten, dass ich aus Wuhan kam. Ich war die einzige Ausländerin weit und breit in der Region. Ich falle auf. Als nächstes hatte sich dann das Gesundheitsamt gemeldet und mir geraten, einen Test zu machen auf das Virus. Ich hätte nach Pua fahren müssen vermutlich, was 4 Stunden Busfahrt entfernt gewesen wäre. Und nur für einen Test dahin zu fahren, erschien mir etwas übertrieben. Der Englischlehrer, bei dem ich dort gewohnt hatte, erzählte mir am Morgen des 27.01., dass der Schulleiter von der Schule, an der ich damals unterrichtet hatte und nun auch gewohnt hatte, 2 Wochen, mir verboten hat, das Schulgelände zu betreten, weil ich aus Wuhan kam. Und ich konnte irgendwo verstehen, dass er die Schüler nicht gefährden will, aber zu diesem Zeitpunkt war ich eben schon 19 Tage nicht mehr in Wuhan. Und die Inkubationszeit, das heißt, die Zeit, in der man Symptome entwickeln kann, beträgt höchstens 14 Tage. Das heißt, ich konnte dieses Virus nicht aus Wuhan mitgebracht haben, weil ich keine Symptome hatte. Und das erschien mir einfach wie so eine unglaublich irrationale Maßnahme. Und ich habe mich irgendwie missverstanden und diskriminiert gefühlt, dass nur weil ich aus Wuhan kam, da jetzt nicht mehr an meine Schule zurück durfte. Wir machen die Tür zu. Geh zurück, geh zurück. Vor allem der sogenannte Schutz vor Menschen aus Wuhan ist massiv. Auf dem Schild steht, diese Familie war in Wuhan, bitte nicht mit ihnen in Berührung kommen. Aus Angst vor dem Virus werden Haustüren und ganze Häuser verbarrikadiert. Der Lehrer sagte auch zu mir, dass es nicht sicher sei, ob ich in Hotels könnte, weil man in meinem Reisepass sieht, in meiner Aufenthaltsgenehmigung, dass ich aus Wuhan komme, dass ich dort studiere. Das war einfach eine sehr, sehr verzweifelte und unangenehme Situation, weil ich einfach nicht mehr wusste, ich kann nicht mehr bei meinen Freunden dort wohnen, ich kann nicht mehr ins Hotel, wo soll ich denn bleiben? Wir ziehen jetzt auch in Betracht eine mögliche Evakuierung aller ausreisewilligen Deutschen. Als ich in Jinggu ankam, die Straßen waren leer, alle Geschäfte geschlossen, nur noch wenige Geschäfte waren offen und die Geschäfte, die offen waren, hatten meistens so eine Notiz an der Scheibe hängen. Zutritt nur mit Maske. Und schon auf der Fahrt nach Jinggu habe ich gesehen, dass ganz viele Dörfer einfach abgeriegelt waren. Da waren einfach die Zufahrten zu den Dörfern, war ein Baumstamm oder ein so Flatterband mit einer Notiz dran, dass man da nicht mehr rein soll.
Und ich habe dann meine Freunde dort getroffen und wir wollten ins Hotel. Und an der Rezeption hat die Rezeptionistin hat meinen Pass kopiert und dann darauf gesehen, also, du kommst aus Wuhan. So, ja. Also, warte mal kurz, ich hole den Chef. Ich habe gesagt, ja, ich komme aus Wuhan. Ich bin seit 19 Tagen nicht mehr da. Hier ist mein Zugticket. Ich habe Wuhan am 8.1. verlassen. Ich habe keine Symptome. Ich messe täglich Fieber. Und dann hat er gesagt, okay, du kannst bleiben. Wir sind da aufs Zimmer rauf und 10 Minuten später bekam ich einen Anruf, dass wir runterkommen sollten, nochmal zum Fieber messen. Dann waren da zwei Leute vom Gesundheitsamt, glaube ich, die so mit Masken und sahen so offiziell aus und haben mich dann da registriert, also hatten so eine Liste, haben da aufgenommen von mir, Name, Alter, Reisepassnummer, meine Reisegeschichte, wann kam ich aus Wuhan, wo war ich danach. Busse und Bahnen stehen still, Supermarktregale leer gekauft, zig Millionen Menschen sitzen fest in Quarantänezonen. Peking hat mehr als 50 Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt, die umliegende Provinz abgeriegelt. Der Englischlehrer, bei dem ich dort gewohnt hatte, hat mir mitgeteilt, dass das Gesundheitsamt angerufen hat und angeordnet hat, dass ich am nächsten Tag in einem Hotel in Singu untergebracht werde. Mir wurde nicht gesagt, wie lange ich dort in Quarantäne bleiben sollte. Ich wusste nicht, wann ich da raus kann, ob ich da raus kann. Es war einfach sehr, sehr unsicher. Inzwischen ziehen auch Fluggesellschaften Konsequenzen. British Airways etwa hat Direktflüge von und nach China eingestellt. Außerdem beginnen immer mehr Staaten, ihre Bürger aus der besonders vom Virus betroffenen Stadt Wuhan auszufliegen. Auch Deutschland plant das. Rund 100 Bundesbürger haben sich gemeldet, dass sie raus wollen. Es erschien mir zu dem Zeitpunkt so vorschnell und übertrieben, jetzt einfach das Land zu verlassen. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Ich habe den Luxus, mir gerade mal eben einen Flug für den nächsten Tag nach Deutschland zu buchen. Aber das haben die Leute um mich herum dort eben nicht. Und ja, die sind dort zu Hause und ich bin da nicht zu Hause. Aber es erschien mir so übertrieben, jetzt einfach nur, weil es gerade mal ein bisschen unbequem wird, sofort in meinen Luxus zurück nach Deutschland zu flüchten. Noch selbst als ich dann da in Quarantäne im Hotel saß, dachte ich mir, wenn solange Langeweile mein größtes Problem ist, kann ich mich doch echt noch glücklich schätzen, dann kann ich mich doch nicht beschweren. Tag 3 in diesem Hotel bekam ich dann immer mehr Anrufe von Chinesen, die mir geraten haben, doch das Land zu verlassen. Ich habe echt lange gebraucht, diese Entscheidung zu treffen. Ich habe mir viel Rat von Freunden eingeholt, von Freunden aus Deutschland. Ich musste irgendwie versuchen, einen Grund zu finden, warum ich das Land verlassen würde, weil ich dieses Virus an sich eben nicht als gefährlich für mich eingeschätzt habe. Ich habe dann letztlich gemerkt, dass ich meine Zeit sinnvoller verwenden kann, als dort untätig herumzusitzen. Dann ging das sehr schnell. Ich habe gesagt, ich habe mich entschlossen, jetzt tatsächlich China zu verlassen. Ich will hier raus. Ich habe einen Flug für den nächsten Tag gebucht, für den 3. Februar. Und bin dann am nächsten Morgen um 5.30 Uhr am Hotel abgeholt worden. Mit so einem Jeep der Regierung. Das ist eigentlich so alles, was ich aus Wuhan mitgenommen habe. Der ganze Rest liegt da noch und wartet da sicher auf mich. Und dann kam ich am Morgen des 4. Februar in Frankfurt an. Da wurde nicht mal Fieber gemessen in Frankfurt. Ich bin dann freiwillig zur Flughafenambulanz dort gegangen. Der Arzt hat sich dann mit seinem Oberarzt besprochen
und der hat sich mit dem Gesundheitsministerium verständigt und mir wurde es dann freigestellt, ob ich einfach mit dem Zug zurück nach Kiel fahre oder ob ich zum Gesundheitsamt in Frankfurt gehe und mich da einmal testen lasse. Dann dachte ich mir, ja, ich will auf Nummer sicher gehen, ich gehe da jetzt hin. Dann wurde einfach ein Rachenabstrich genommen. Ich habe dann 6 Stunden auf die Ergebnisse gewartet. Ja, dann kam das Ergebnis und ich war negativ und bin zurückgefahren. Wegen des Coronavirus kommen die EU-Gesundheitsminister heute in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammen. Man will ein gemeinsames Vorgehen vereinbaren. Schon jetzt arbeiten die Länder in bestimmten Bereichen eng zusammen. Meine Eltern waren zum Glück relativ entspannt. Irgendwann geht auch der letzte Flieger. Genau, irgendwann geht der letzte Flieger und wenn man da nicht bei ist, dann war es das halt. Ja, schon dann zu wissen, dass Franka in einem Land ist, was jetzt nach und nach einfach nur eskaliert und wo dann natürlich auch gar nicht der Virus so sehr die Gefahr ist und die ganze Panik, die drumherum geschieht, bis hin zu Versorgungslücken oder wenn sie dann wirklich mal krank ist und die Krankenhäuser sind alle überlaufen und man keine Versorgung da kriegt. Das war das eigentlich Besorgniserregende. Now you look for love in the times of hate. Es herrscht in China sehr viel freiwillige Bereitschaft, dieses Virus einzudämmen. Teilweise sehr hoffnungsvoll habe ich das wahrgenommen. Und es wird häufig diese Parole Wuhan jiayou, Wuhan gib Gas, Wuhan halt durch. Hold your broken dream. Ich weiß, dass sie so schnell wie möglich nach China zurück will. Insofern glaube ich schon, wenn es dann offiziell alles wieder freigegeben ist, dass es dann auch ungefährlich ist. Und ich würde tatsächlich auch dann das begrüßen, wenn Franka wieder in China studiert. Hat dir das Video gefallen? Dann abonnier doch True Doku und kommentier gerne mit. Wie, du bist trans? Das glaube ich nicht. Hast du einen Penis? Mein Name ist Damian Noel Lang, ich bin 23 Jahre alt. Seit 4 Jahren geouteter Transgender, schwul und bei der Bundeswehr. Ich hatte vor knapp 4 Wochen meine erste geschlechtsangleichende OP, die Brustentfernung und die Gebärmutterentfernung samt Eierstöcke. Und nächste Woche fange ich dann in der Kaserne wieder an zu arbeiten.